Bring in the instrumental Rasta. Aber ist schön hier, oder? Ja, ist gut. Heute am heißesten Tag des Jahres haben wir alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Ne? Schön. Schön. Braten. Schön blau machen. Aber irgendwie, ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja doch, die müssen alochen und wir liegen hier rum. Bei dem Wetter passiert eh nichts. Und wenn was passiert, haben wir ein Handy dabei, dann können die uns alles machen. Stimmt. Nächster, heute wird gearbeitet. Christian? Wie? Das ist der Christian, das ist echt gefolgt. Ich glaube das nicht. Was hast du uns denn mitgebracht? Ah, was ganz, ganz Schönes. Was denn? Ja, schaut doch mal genau hin. Also, das kommt mir irgendwie sehr, sehr bekannt vor. Mir nicht. Christian. Was ist es? Christian, wo hast du das her? Das ist... Ich sag's dir. Ja. Das ist ein Wanderrucksack. Nein! Das ist der neue Trendsport schlechthin. Ich habe ihn zwar 2-3 Jahre verpennt, aber ich zeig's dir. Ich zeig's euch. Ich bin gespannt. Ja. Ich freue mich ein bisschen, muss ich sagen. Ja, ich mich auch, denn das ist mein erster Dreh nach dem Urlaub. Und das ist die Geschichte. Ich habe mehrere Jahre am Plöner See gesessen. Und habe Leuten zugeguckt, die auf so einem Brett gestanden haben und gepaddelt sind. Ich habe gedacht, machst du nicht. Voll albern, hör mal. Das hat kein Segel drauf, so als Ex-Surfer, ne, habe ich mir gedacht, machst du nie. Und dann kam ein guter Kumpel, darf den Namen jetzt gar nicht sagen, weil das ist Werbung. Okay. Und hat gesagt, probier das mal. Ich habe mich gewehrt. Und dann habe ich mich doch drauf gestellt und hab's, nach 5 Minuten war ich verliebt. Ja, Stand-Up-Paddling, kurz SUP, sagt man dazu, SUP-Fahren. Kurze Erklärung, das ist ein einfaches Brett, das ist aufblasbar. Hier sind 1,5 Bar, ihr habt es ja gerade gesehen, das ist eine Menge Arbeit. Also das ist so anstrengend. Echt? Also ich kann es nicht aufpumpen. Ein Bar ist da tatsächlich nur drauf, aber ja. Da braucht locker 10 Minuten und dann die letzten Züge, die werden so das extrem ist echt hart. Aber egal, es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, der Rucksack, es ist transportabel, man kann überall damit hin, man kann auf dem See hier wie im Silbersee, auf dem Silbersee in Haltern. Man kann Flüsse langfahren, Erkundungstouren machen. Es ist einfach sensationell. Man kann es überall mit hinnehmen. Ja gut, wiegt ein paar Kilo, aber ja, aber auch mit das dem geht. Rucksack, mit dem Rucksack ist es, glaube ich, echt genau. Sehr komfortabel. So, aber jetzt. Ja, ich kann nicht viel erklären, weil ich kein Profi bin. Also das dann ist das SUP, aufblasbar. Es ist ein Anfängersub. Es ist relativ breit. Es ist bis 130 Kilo ausgelegt. Es ist 84 cm breit. Das heißt, man hat schon gut Stabilität. hier eine Leash, ganz wichtig. Oh ja. Leash, habe ich gelernt. Halt mal ganz kurz. Ja. So, das macht man natürlich ums Bein, um eventuell bei Wellengang oder überhaupt, wenn man runterfällt, das Brett nicht zu verlieren und wie ein Irre hinterher schwimmen zu müssen. Das macht man sich ums Bein. Man hat ein Paddel, einstellbar auf die Körpergröße. Man sagt, ich weiß nicht, ob ich richtig oder 100% richtig bin, man muss es so ausfahren, dass man so den Arm so gleich gebeugt noch hat und dann hat man hier die richtige Höhe zum Paddeln. So, dann wollen wir einfach mal aufsteigen. Ja, mach doch mal. Soll ich erstmal vormachen? Ja, aber bitte. Du hast noch nie gemacht? Ich hab's noch nie gemacht, nein. Du machst es auf jeden Fall auch. Okay, ich versuch's. Gut. War das nicht eine sensationelle Idee von Christian, dieses SUP bei mir aus der Garage zu nehmen? Mega gut, also so könnten wir öfter arbeiten, sehr gut, danke. Ja, und ich kann kein Fazit mehr geben, weil ich habe es vorhin schon gegeben, ich habe mich nach 5 Minuten verliebt. Wie ging es dir? Mir geht es, glaube ich, auch so. Also ich glaube, ich stand ja auch nur 5 Minuten drauf, aber ich habe schon wieder Bock, sage ich mal. Man ist ein bisschen wackelig am Anfang, aber wenn man sich so dran gewöhnt hat, dann macht das, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß. Und man, vor allem, das Geile ist ja, man ist einfach so schnell draußen und muss gar nicht so weit schwimmen. Aber es hat ja nicht nur den Aspekt, dass es schön gemütlich ist, es macht ja auch was hier für. Ja. Ne? Ich glaube, es ist auch ein Ganzkörpertraining. Also gefühlt waren meine Beine auch sehr angespannt. So, was machen wir jetzt? Ja, wir fahren noch eine Runde. Wir fahren noch eine Runde, aber ich muss paddeln, habe ich gehört. Ja, sicher. Ich nehme dein Mikro. Ja. Und du kriegst das Paddel. Ja. Ja? Okay. 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 Oh. So,